Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Und heute eine Frage von, muss ich schauen, Imre. Und Imre möchte wissen, schaue ich gerade ein älteres Video 502 von Ihnen an. Dort wird gezeigt, wie Koi gechippt werden. Auch das bei unter 40 cm Größe, das Geschlecht festgestellt wurde. Meine Frage, ich kenne kaum eine Tierart, die nicht schon nach einem Jahr geschlechtsreif ist. Vögel, Kaninchen und so weiter. Wie kann man bei Koi das weibliche Geschlecht feststellen, wenn die weiblichen Koi angeblich erst mit dreijährig die Geschlechtsreife erreichen und ansonsten schon sicher über 40 cm haben? Ihre Videos sind richtig gut, weiter so. Grüße an Sie und Ihr Team, Imre. Ja, lieber Imre, das ist eine sehr gute Frage und da kann ich dir auch sagen, das ist im Prinzip eine, wie soll ich jetzt sagen, eine Negativselektion oder eine Positivselektion, keine Ahnung. Was nicht ganz richtig ist, was du schreibst, dass die weiblichen Koi erst mit 3 Jahren geschlechtsreif sind, also wir haben sehr viele Koi, die schon, auch die weiblichen Koi, die schon mit im Alter von 2 Jahren geschlechtsreif sind. Wir haben sehr viele Männchen, die haben sogar bei den Karashi-Koi, kann es mitunter vorkommen, dass sie nach einem halben Jahr schon Milch zeigen. Also wenn man die abstreifen, kommt Milch raus. Also die haben praktisch die Geschlechtsreife schon erreicht. So, was machen wir also bei Koi unter 40 cm? Wir wissen das, oder sogar um die 30 cm, wissen wir, dass von dem männlichen Koi ca. 90%, vielleicht sogar 95% bereits ganz eindeutige Geschlechtsmerkmale zeigen. Das kann entweder an den Flossen sein, das kann an der Geschlechtsöffnung sein, das kann auch an einem Laichausschlag vorne an den Wangen sein, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, oder auch, dass tatsächlich Milch kommt. Und dann gehen wir einfach her, schauen uns die ganzen kleinen Koi an und selektieren die ganzen männlichen raus. Dann haben wir noch 5-10% der Koi, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Das sind in Japan, nennt man die sogenannten Ayashi, die zweifelhaften, wo man noch nicht sicher sagen kann, dass es Männchen sind. Und von allen anderen sagen wir einfach, das sind Weibchen. Aber unter diesen Weibchen kann es natürlich immer wieder vorkommen. Und wenn wir jetzt mal die Anzahl der Jumbo-Tosai, die wir zwischen 35 und 45 cm in die Naturteiche geben, wo wir uns sicher sind, es sind Weibchen, wenn wir die abfischen, haben wir ca. 1-2%, die dann doch gezeigt haben, dass sie männlich sind. Und so einfach funktioniert das ganze Spiel. Man kann statistisch eigentlich immer davon ausgehen, 50% sind Weibchen, 50% sind Männchen. Und dann sieht man natürlich auch über die Selektionsstadien schon relativ genau. Wir haben so und so viel Koi selektiert. Wenn es jetzt 1000 Stück waren wegen mir und es sind nachher 450 sind Männer und 550 sind Weibchen, dann wissen wir, dass die Zahl, die vermutliche Zahl unter den 550 Weibchen immer noch 50 ist, wo sich am Ende als Männchen herausstellen können. Was allerdings heutzutage hinzukommt, ich weiß jetzt nicht von Konishi im Augenblick, ist mir keine Blutlinie bekannt. Früher hatten wir Schwierigkeiten mit unserer Nanashi-Blutlinie, das ist aber auch besser geworden. Viele Blutlinien, insbesondere dann, wenn das Blut sehr eng wird, kann es passieren, dass die Geschlechtsbestimmung bei den Tosai immer schwieriger wird. Und ich weiß nicht, ob Sie Koi-Auktionen in Japan mitverfolgen, man kriegt ja da immer mal wieder auf Facebook was angezeigt. Und wenn Sie da mal schauen, viele der großen Farmen versteigern heute ihre Jumbo-Tosai zwar als Weibchen, sie geben aber keine Garantie darauf, dass es Weibchen ist, weil die einfach gemerkt haben, durch die enger werdenden Blutlinien ist die Zahl der Koi, die zwar als Jumbo-Tosai noch weiblich aussehen, aber dann männlich sind, die ist deutlich höher, als das früher war. Und um da einfach mit den Kunden nachher einen riesen Ärger zu vermeiden, sagen sie, wir vermuten, es ist ein Weibchen, aber wir können keine Garantie darauf geben. Aber da gibt es auch ein witziges Beispiel von einem auf der Shinkukai sehr erfolgreichen Showa. Der wurde auch über eine solche Auktion in Japan von einem anderen Züchter, also nicht von Konishi, wurde der ersteigert mit 40 cm. Da hat damals die ganze Koi-Welt den Kopf geschüttelt. Der hat mit 40 cm, ich weiß es nicht mehr, glaube 20.000 Euro gekostet. Aber nageln Sie mich nicht fest, es könnten 15.000, es könnte aber auch 30.000 gewesen sein. Also eine Unsumme. Aber der war einfach vom Aussehen her perfekt, wurde, soweit ich weiß, von einem Chinesen ersteigert. Und da waren sie sich sicher, es ist ein Männchen und er hat ihn zur weiteren Aufzucht bei dem Züchter gelassen. Und ein Jahr später hat er gezeigt, er ist doch weiblich. Und dann war er, wenn man jetzt die Relation sieht, was für solche Weibchen derzeit auf bestimmten Auktionen bezahlt wird, war er wieder extrem günstig. Also Sie sehen, das Problem verfolgt jeden Züchter, das ist einfach ein gängiges Problem. Ab dem Alter von 2 Jahren, wenn die Koi mal sind, dann können wir wirklich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%, 99,5% können wir sagen, das Geschlecht, das wir angeben, ist auch das tatsächliche Geschlecht. Aber auch da
Und das sehen wir immer wieder beim Abfischen, wenn wir Dreijährige abfischen, dass dann auch plötzlich wieder Babykoi im Teich sind. Auch da kann sich immer noch ein Mann darunter gemogelt haben, der sich bis dato, bis zum Alter von 2 Jahren, als Weibchen geoutet hat oder als Weibchen präsentiert hat. Also auch das ist möglich. Ab dem Alter von 3 Jahren muss ich aber dann sagen, dann ist ein Koi entweder sicher männlich, sicher weiblich oder hat sicher kein Geschlecht. Auch das kommt bei Koi vor und das sind dann in der Regel die Männer, die über die Jahre gigantische Größe erreichen, aber dann aufgrund der Geschlechtslosigkeit auch für die Zucht nicht eingesetzt werden können. Also, lieber Imre, danke für deine Frage. Ich hoffe, dir weitergeholfen zu haben. Mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.